Leute, ich habe Ralf Möller gesehen. Mr. Ralf. Ralf, kann ich dir nur einmal die Hand schütteln? Ja, großer Fan. Dankeschön. Wohin geht's? Bist du morgen auch hier, Ralf? Nee, morgen. Nein? Ja. Schade. Hat mich gefreut. Alter, Ralf Möller einfach. Korrekt. Einfach mal den Gladiator getroffen. Schade, ich finde schade, dass auch Arnold müsste auch mal hier auftauchen. Einfach mal seine deutschen Fans begrüßen und so. Alter, ich habe einfach Ralf Möller die Hand gegeben. Wie geil ist das denn, Alter? Krank. Du musst mal überlegen, ich habe Ralf Möller Filme geguckt, da war ich ein kleiner Junge, ey. Da war ich noch nicht mal in der Schule, so, weißt du, ich meine? Oder gerade die Anfangszeit, wo ich in die Schule gegangen bin, sagen wir mal so. Auf einmal siehst du den auf der FIBO. Krass, Alter. Krass, krass. Ich würde das so feiern, wenn auch Arnold mal so hier mal zumindest für einen Tag auftauchen würde, so ein bisschen seine Fans begrüßen würde. Ich würde das so. Aber ich denke mal, beim Arnold ist das so, der ist ja noch krasser beschäftigt als alle anderen. So, der hat ja auch seine eigenen Veranstaltungen. Krass. So, hier auch einen Zuschauer getroffen. Wie lange guckst du? Dich? Ja. Ja, bestimmt 10 Jahre. 10 Jahre? Wo kommst du her, wenn ich mache? Köln. Optimal, das ist ja Düsseldorf, Köln. Eigentlich Feinde, aber egal. Ja, niemals. Ich liebe Köln. Alles klar, danke, danke dir. Ne? Wir sehen uns. So, mit einem Zuschauer hier auf der FIBO. Wo kommst du her, wenn ich fragen darf? Aus Weiden. Weiden? Ja. Wo ist das? In Oberpfalz, in Bayern. Wie lange bist du jetzt schon hier? Ich bin seit 9:30 da. Morgen auch da? Nee, tatsächlich nicht. Wir fahren jetzt morgen gibt's die ganzen Sachen umsonst, sag mal. Was ist denn los mit euch? Haben wir uns einen falschen Tag ausgesucht. Ja. Seid ihr Hotel oder? Nee, wir fahren jetzt nach Hause. Ah, alles klar. Wie weit musst du fahren? Ja, ungefähr 5 Stunden, wenn alles gut läuft mit dem Verkehr. 6. Wahrscheinlich eher 6, ja. Seit wann guckst du meine Videos, wenn ich fragen darf? Schon ewig lang. Also tatsächlich damals halt viel öfter, ja. Ah, alles klar. Ich kenne dich halt schon länger. Hat mich gefreut auf jeden Fall. Hat mich auch gefreut. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Also er ist noch Anfänger, ja? Also jetzt nicht schimpfen, er probiert gerade mal. So, komm, ey, 24.000 Leute gucken vielleicht zu. Ist gar nichts. Kein Druck. Kein Druck, kein bisschen. Ja, Mann. Komm ganz nach oben. Ja, hast du doch jetzt gepackt, mehr geht doch gar nicht. Ja, ganz nach oben geht's. Ja. Er ist doch schon ganz oben, Mann. Ey, Respekt, hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte das jetzt nicht geschafft. Ich wiege auch 120 oder so. Irgendwas anderes. Was wiegst du? 80. Ja, siehst du? So, jetzt bist du dran. Du hast ja... Easy. Okay, ich sag... schon einmal los. Ja, ich wollte das jetzt nicht hier sagen für die Zuschauer. Ich wollte es spannend machen. Jetzt noch ein Klimmzug. Boah, der haut direkt die Übertreibung raus. Okay, ich habe eine Aufgabe für dich. Einarmig nach oben. Einarmig nach oben. Der macht das jetzt wirklich, Alter. Nee. Naja, geht ja gar nicht. Müsstest du dich mit den Beinen und so. Alles klar, danke, Jungs. Kein Problem. Danke. Jo. Eine Frage noch zusätzlich, was mich jetzt interessieren würde. Was so 2, 3 Dinge, was euch speziell interessiert, so auf der FIBO, seid ihr das erste Mal oder schon öfter? Wir sind das erste Mal da. Von wo? Aus Schweinfurt. Schweinfurt. Okay. Spring! Ist das deine Freundin? Spring! Ja. Okay, jetzt Nummern tauschen, heiraten, ey. Und ich hab das auf YouTube, glaub mir. In 20 Jahren kannst du das deinen Kindern zeigen. Sagst du, so habe ich deine Mutter kennengelernt. Ja, oder nicht? Ja, ich würde jetzt nach Nummer fragen. Hab sie schon. Okay. Ach so, ihr kennt euch schon. Ja. Ah, also ihr seid schon am Start. So ähnlich, okay, ja. Korrekt. Alles klar. Blut wurde vergossen. Der Arme hat sich für YouTube jetzt die Hände aufgerissen, ey. Blut an dem Ding da, weißt du? Aber egal, ey, Ehre und Stolz für immer auf YouTube verewigt. Alles klar. So, hier noch ein Zuschauer gefunden. Wo kommst du her? Aus Brandenburg. Korrekt. Optimal. Ja, hau das Foto raus. Weil ich mache jetzt mit dem Mädels so ein kurzes Video, lustiges über Bankdrücken. Siehst du dann auch. Ah, okay, alles klar. Bis dann. Danke dir. Wo kommst du her, wenn ich fragen darf? Aus Köln. Köln, optimal. Ich aus Düsseldorf. Ist echt schon. Ja, ja. Aber ich auch um die Ecke. Was bist du gerade dran? Libanese. Korrekt, Bruder. Hat mich gefreut. Iraner, ne? Persien steht.
steht doch schon. Stimmt, ja, du hast recht. Dreh mein Handy. Okay. Ich bleib dabei. Ja, ich muss ein bisschen hier Gespräche führen, weißt du doch, ein bisschen Hustle. Ein bisschen Connection doch. Genau. Bleib, wie du bist. Ciao, ciao. Ciao. Ich habe hier nochmal einen Zuschauer getroffen. Wo kommst du her? Mannheim. Mannheim? Seit wann guckst du so meine Videos? Schon mega lang. Seit 2012. Ah, okay. Ja, dann hau mal das Foto raus. Danke dir, hat mich gefreut. Ich auch. Okay, wir sehen uns, Bruder. Ciao. Ja. Auch ein YouTube-Zuschauer hier getroffen. Wo kommst du her, wenn ich fragen darf? Ich komme aus Marburg. Und ja, breit gebaut von 100 Kilo Handelwagen. Weil die 100 kriegst du hin, oder was? Ja. Oh, krass, krass. Was wiegst du? 80. Stabil. Wo kommst du ungefähr? Aus Hessen. Seit wann guckst du meine Videos? Ach so. Ja, seit 10 Jahren so. Optimal. Ja, so sporadisch, ja. Korrekt. Wolltest du dann ein Bild machen, wenn du willst? Ja. Was Foto machen? Danke. Nicht, dass du es da noch vergisst, weißt du. Optimal, Bruder. Hat mich gefreut. Danke. Ciao. Cool, die Kamera habe ich. Ich frage die Zuschauer immer, wo die herkommen. Wo kommst du her? Weil du hörst dich so schwäbisch-mäßig an. Na, ich komme tatsächlich aus der Nähe von Hannover, aber ich lebe jetzt lange in Österreich. Deswegen hat sich das irgendwie so komisch vermischt. Seit wann guckst du meine Videos? Boah, seit der ersten Stunde, seitdem die Gewichte abgeklopft sind. Ah, du bist also auch eine Legende. Ja, ja. Ja, dann genau. Hau mal das Foto, wenn du willst. Ja, klar. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Ja, mich auch. Stabil. Bleib so, wie du bist. Ciao.